In diesem Video geht es um TubeBuddy und KI-Tools, mit denen ihr euren YouTube-Kanal auf Vordermann bringen könnt und mehr Zuschauer gewinnen könnt. Und damit willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, ich bin mal ganz ausgefallen und setze mich vor die Kamera. Dann seht ihr mich zwischendurch auch mal und vielleicht gefällt euch diese Art von Videos ja auch. Es ist heute ein bisschen was anderes, denn ich möchte euch zeigen, wie ihr mit dem Plugin TubeBuddy und ChatGPT euren Kanal auf Vordermann bringen könnt. Wenn ihr YouTube ernst nehmt und ein paar mehr Zuschauer generieren wollt oder wenn ihr sogar eure alten Videos optimieren wollt, das geht auch wunderbar damit. Und ich würde sagen, wir starten mal in das Thema rein. Dieses Video ist gesponsert von TubeBuddy. Die haben mir den Gratis-Zeitraum für die Premium-Version zur Verfügung gestellt, damit ich das ein bisschen vorstellen kann. Aber alle Funktionen, die ich euch zeige, gibt es auch in der Gratis-Version des Plugins. Und das benutze ich schon seit Jahren mit sehr guten Erfahrungen. Und auch ChatGPT ist in der Grundversion natürlich gratis verfügbar, sodass ihr alles, was ich euch heute zeige, auch so auf euren Kanal anwenden könnt, selbst wenn ihr dafür kein Geld ausgebt. Einen Link zu TubeBuddy findet ihr in der Videobeschreibung. Da klickt ihr einfach auf Mehr anzeigen und dann ist das schon der Link direkt zu sehen. Wenn ihr da drauf klickt, werdet ihr auf die Homepage von TubeBuddy geworfen und ihr seht jetzt zwar hier Bezahloptionen, aber hier oben in der rechten Ecke steht Download Extension. Wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr in den Chrome Erweiterungsstore geschickt und dort könnt ihr dann kostenlos dieses Plugin runterladen. Das müsst ihr dann nur mit eurem YouTube-Kanal verbinden. Achtung, die lesen natürlich die Daten aus, die ihr auf eurem YouTube-Kanal sammelt, sonst funktioniert das Ganze nicht, das sollte klar sein. Aber dann habt ihr gratis die Grundversion und die funktioniert auch ganz wunderbar. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr euch ja später immer noch dazu entscheiden, dafür Geld auszugeben. Ja, was ist TubeBuddy? Das ist eigentlich nur so ein Plugin, das ich auch schon mal vorgestellt habe, womit ihr ja euren Kanal besser auslesen könnt und Tags einbringen könnt und ja Überschriften optimieren. Der zeigt euch an, wann die besten Zeiten sind, um Videos hochzuladen. Und das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal im Detail auf meinem Kanal an. Ich bin jetzt hier auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr jetzt hier oben rechts in der Ecke guckt, dann ist da hier so ein TubeBuddy-Symbol. Da kann ich mal draufklicken und dann seht ihr das Dashboard von dem Plugin. Hier könnte ich jetzt auf Dashboard klicken. Das sind so Shortcuts, die mich dann auf die YouTube-Seiten führen. Ja, ich könnte jetzt dann auf meine Videos gehen, Playlist, Comments, Analytics und hier diese Extension Tools, das ist das, was uns interessiert, ausprobieren. Das mit Abstand wichtigste Tool, was in diesem Plugin vorhanden ist und was ihr auf jeden Fall verwenden solltet, ist dieser Keyword Explorer. Ich klicke da mal drauf, denn hier könnt ihr jetzt ein Keyword eingeben zu einem Video, was ihr erstellen wollt oder was ihr schon erstellt habt und gucken, wie gut das im YouTube-internen Suchranking abschneidet. Und je besser das im Ranking abschneidet, desto häufiger wird euer Video natürlich gefunden. Und das Ziel von diesen ganzen Keywords ist es, dass YouTube den Inhalt eures Videos erkennt und dann entsprechend viele Zuschauer ausspielen kann. Und das funktioniert am besten, indem man das möglichst präzise mit diesen Schlagwörtern beschreibt. Angenommen, ihr wollt jetzt ein Video über Adobe Express machen, könnte ich das jetzt einfach mal als Keyword hier eingeben und ihr seht, er gibt mir schon weitere Vorschläge, was man damit machen kann. Ich drücke jetzt einfach mal auf Explore und was ihr jetzt sehen könnt, dieses Keyword würde alleine nicht dazu führen, dass mein Video erfolgreich wird. Das seht ihr an diesem Overall Score. Je weiter der im grünen Bereich ist, desto besser für das Keyword, desto mehr Suchvolumen oder Präzision steht dahinter, um das mal ganz vereinfacht auszudrücken. Ihr könnt dann vorgeschlagene Keywords auswählen, zum Beispiel Adobe Express Tutorial, was ein bisschen präziser ist, ja. Und ihr seht, zack, bumm, ist das auf einmal ein exzellentes Keyword, was dazu führen wird, dass mein Video wahrscheinlich viel häufiger gefunden und angeklickt wird. Ihr könnt das dann praktischerweise auch weiterführen, zum Beispiel hier auf Tutorial for Beginners gehen. Und auch dort seht ihr, das hat wieder ein ganz anderes Ranking, ja, sollte man aber vielleicht auch benutzen. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück auf das grundlegende Keyword von Adobe Express. Und dort gibt es dann auch die Möglichkeit, alles, was in diesem mit so einem Häkchen versehen ist, ja, zum Beispiel hier das und das oder das, zu markieren und dann unter Action zu kopieren, sodass ihr das ganz einfach in euer Video einfügen könnt. Das ist also schon mal ein guter initialer Schritt, um eure Videoplanung ein bisschen besser zu gestalten, um zu gucken, ja, meine Idee kommt hier jetzt gut an, vielleicht kann ich auf Grundlage dessen das Thema besser definieren für mein Video.
Das ist durchaus ein Prozess, der länger dauert und auch viel Zeit kostet, aber es lohnt sich halt, weil dann verschwindet euer Video nicht einfach in den unendlichen Tiefen der Plattform, sondern wird vielleicht auch von mehr Leuten gesehen. Wenn ihr den Keyword Explorer von TubeBuddy auf euren Videos direkt anwenden wollt, ist das auch kein Problem. Ihr habt ja hier immer diese Tags-Leiste, die ist bei YouTube ganz normal und das Schöne ist, wenn ihr dann das TubeBuddy-Plugin drin habt, dann seht ihr da so eine grüne Zahl hinter und das ist das Ranking, wie gut dieses Keyword geeignet ist, um das Video zu beschreiben und wie gut das in der Suche performt. Also wenn ihr möglichst viele von diesen grünen Zahlen da drin habt, die Nummer ist gar nicht so wild, dann ist das schon mal eine gute Sache und ihr seht, da ist eigentlich Verbesserungsbedarf. Und in der Gratis-Version bekommt ihr bei diesen Recommended Tags sogar 3 oder 4 einfach so präsentiert. Die sollte man eigentlich immer benutzen, weil das nie eine schlechte Idee ist. Und jetzt seht ihr hier in der Premium-Version habe ich eine ganze große Auswahl an Keywords, die auch mit Nummern versehen sind, die ich dann einfach über dieses Plus da einfügen kann. Und ich könnte die jetzt sogar sortieren nach Keyword Score. Ja, also nochmal das Ranking herausheben oder den Search Traffic, also wie viel danach gesucht wird. Und wenn ihr euch in dieses Thema SEO und Suchmaschinenoptimierung und Optimierung von Tags und so richtig reinfuchsen wollt, dann könnt ihr auch YouTube-Videos einfach euch angucken und TubeBuddy wird, wenn ihr das Plugin installiert habt, dieses Fenster hier mit den Videolytics euch präsentieren. Das funktioniert übrigens nicht nur bei euren eigenen Videos, sondern auch bei den Videos, die andere gemacht haben. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Tipp, um bei vergleichbaren Videos, die besser oder ganz gut performen, einfach mal Mäuschen zu spielen und da eventuell die Tags zu kopieren oder zu schauen, was haben die da gemacht, damit dieses Video funktioniert. Und ihr seht, das ist im SEO-Score jetzt hier dieses Video sehr gut. Das sehe ich halt auch an den Aufrufzahlen. Und ihr könntet jetzt zum Beispiel einfach hergehen und diese ganzen Tags, die ich da verwendet habe, kopieren und bei eurem Video einfügen. Ein weiteres Tool, was in der Gratis-Version verfügbar ist und was ihr unbedingt nutzen solltet, ist dieses Best Time to Publish. Da klicke ich mal drauf. Und dann schmeißt euch das in die Analytics-Seite von eurem YouTube-Studio und dort seht ihr dann, wann eure Zuschauer auf YouTube aktiv sind. Das hier oben ist die Standardansicht von YouTube, die habt ihr immer zur Verfügung. Interessant ist dann, was TubeBuddy daraus bastelt. Denn TubeBuddy ermittelt da einen Mittelwert, wann letztlich die beste Zeit ist, um ein Video hochzuladen oder einen Livestream zu starten. Ihr habt es jetzt vielleicht in den letzten Wochen gesehen, da habe ich immer mittwochs abends hochgeladen. Das ist tendenziell einer der besten Tage, um das zu machen. Und das seht ihr hier auch in diesen Ausschlägen. Und zu der Zeit, ich habe das ja immer um 17:45 hochgeladen und hier sagt mir TubeBuddy auch, um 6 Uhr ist da die beste Zeit, das hochzuladen. Jetzt sagt er mir, im Mittelwert ist das, ist Donnerstag vielleicht auch ein bisschen besser. Das schwankt immer so ein bisschen. Also es lohnt sich da dann ja auf wöchentlicher Basis zumindest einmal reinzugucken, um eventuell ja, den Upload-Plan, wenn ihr sowas habt, zu optimieren. Oder wenn ihr denkt, ja, ich möchte jetzt nächste Woche ein Video hochladen, dann guckt da drauf. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ihr könnt jetzt auch auf Livestream-Time umschalten und da seht ihr ja Livestreams am besten immer so gegen Abend. Ab 6 Uhr wird das interessant und dort könnt ihr dann auch sehen, wann eure Zuschauer auf YouTube aktiv sind. Und das würde ich sagen, ist eins der wichtigsten Tools von diesem Plugin und alleine dafür lohnt es sich, das schon zu installieren. Jetzt hatte ich euch ja versprochen, dass wir uns auch so ein bisschen angucken, wie man mit KI-Tools den YouTube-Kanal optimiert. Und auch da hat TubeBuddy was Schönes integriert, nämlich den Titelgenerator. Den kann man jetzt auch ausprobieren. Da drücke ich jetzt einfach mal bei diesem Beispielvideo drauf. Und dann öffnet sich diese Seitenleiste und dann kann ich Generate Ideas klicken. Und dann wird TubeBuddy auf Basis meines Titels dort Vorschläge für mich erstellen, die ich dann entweder verwenden kann oder ja, einfach als Ideen Geber nutzen kann. So, und ihr seht, das poppt jetzt hier auf, dann kann ich das einfach direkt auf mein Video anwenden oder ja, einfach gucken, was er mir da gibt. Und ihr seht, ganz klug sind diese KI-Tools nicht. Ja, add some pizzas to your photos, das ist natürlich irgendwie ein bisschen wild, aber naja. Im Wesentlichen eignet sich dieses Tool aber vor allem, um einfach so ein paar Ideen zu bekommen und ein Gefühl dafür, wie ein guter Videotitel eigentlich strukturiert sein sollte. Und so solltet ihr diese KI-Tools generell auch verwenden. Das sind Vorschläge, mit denen man arbeiten kann, man sollte die aber nicht eins zu eins übernehmen. Bei dem Thema KI-Tools führt kein Weg an ChatGPT vorbei.
Und auch das ist ein super Tool, um einfach mal eine Idee zu bekommen, wie denn YouTube SEO funktioniert und was man alles so machen kann. Denn mit diesem Chatbot kann man einfach sehr gut so Brainstorming durchführen oder sich Ideen geben lassen, wie ich gerade schon gesagt habe. Diese Sachen eignen sich eigentlich ganz gut als Vorlage, um darauf aufbauend dann selber Ideen auszuarbeiten. Und ChatGPT ist in der 3.5-Version auch kostenlos. Das ist zwar eine alte Version, die funktioniert aber trotzdem ganz gut und kann euch sehr gute Vorschläge geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ChatGPT hier in dem Chat frage, er soll mir bitte ein Skript zu einem Video über KI-Tools für YouTube erstellen, dann kann ich das einfach hier eingeben. So, und ihr seht, er schreibt mir jetzt hier ein ganzes langes Skript und das ist jetzt relativ unpräzise, aber wenn man einmal so einen Chat eröffnet hat mit ChatGPT, dann kann man den immer weiter spinnen und weiter bearbeiten. Ich könnte ihm jetzt zum Beispiel sagen, das Video ist mir zu lang, das Video soll maximal 10 Minuten lang sein. Ja, und jetzt seht ihr, das Skript ist deutlich kürzer, er hat mir das auf die Laufzeit runter reduziert. Und ich könnte jetzt auch hergehen und ChatGPT fragen, was wären denn gute Keywords für dieses Video, und das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt seht ihr, er gibt mir Vorschläge für Keywords, die für dieses YouTube-Video gut funktionieren würde, und die könntet ihr jetzt einfach kopieren, in das Video einfügen, diesen Keyword-Planer von TubeBuddy verwenden und dann gucken, ob das gut performt. Also man kann diese Tools dann parallel zueinander sehr, sehr gut benutzen. Das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder gerne gemacht. Und wenn ihr dann bei ChatGPT fertig seid, dann vergesst nicht, euch zu bedanken. Ihr wollt ja nicht die Maschinengötter, die uns in der Zukunft dominieren, erzürnen. Ihr wollt euch ja gut mit denen stellen. Okay, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Wenn ihr TubeBuddy noch nicht installiert habt, dann nutzt gerne meinen Link und ladet euch das Plugin runter. Falls ihr mehr mit YouTube machen wollt oder einfach eure Videos optimieren wollt, ist das auf jeden Fall das beste Tool, was ihr so finden könnt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Ist mal ein bisschen was anderes. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann supportet ihr mich kostenlos. Und ich würde mich dann auf jeden Fall freuen, wenn wir uns beim nächsten Video auch wiedersehen. Bis dahin, habt einen fantastischen Tag.